darf ich herzlich begrüßen im Namen der Evangelischen Kirche Mainfelden zum allerersten Vortragsabend dieser Saison. Super, dass so viele Leute gekommen sind. Freut mich, das ist ein neuer Rekord heute Abend. Wir haben auch einen illustren Referent. Alle, die Thurgauer Zeitung gelesen haben, sind jetzt wieder informiert, ohne gar nicht mehr laufen sagen. Das ist selbstverständlich eine konzertierte Aktion. Wir haben, wo wir das Programm schon gemacht haben, im Frühling, haben wir gewusst, dass wir heute in der Zeit Nein, Spass beiseite, ist ein Zufall. Einen schönen Zufall gibt es auch. Ich will das Wort an Benno Kehl übergeben. Er wird sich sicher besser vorstellen, wie er das heute könnte. Ja, wir haben ja fast ein Heimspiel. Der Dirk hat mich hier immer wieder in die Pfarrei eingeladen. Die einen habe ich schon beim Gottesdienst gesehen. Oder ja, als Konfirmanten habe ich euch nicht gesehen. Sind wahrscheinlich vorne. Wir haben uns schon gesehen. Ja, aber ich bin nicht Konfirmanten. In der Kirche in dem Fall. Der Dirk hat mich angefragt, ich soll mal kommen. Und gesagt, ja, was soll ich erzählen? Und sagt er, ja, am besten. Vitamin D, D3 heisst es ganz genau, für die Seele. Und ich dachte, ja, super, mache ich. Und dann habe ich gesehen, da haben wir noch nie drüber geredet, was der Seele gut tut. Dann habe ich zuerst einmal mein berühmtes Gebet, wo ein bisschen, die es merken, haben gesehen, dass es ein bisschen anders ist im Originaltext. Gib mir die Heiterkeit, die Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit oder der Heilige Geist, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und so habe ich dann überlegt, was erzähle ich heute oben? Der hat gesagt, ja, eine Stunde, anderthalb, also ganz sicher sind wir um 9:30 Uhr, können wir spätestens auf den Heimweg gehen. Also, Schluss ist immer wichtig, da tut der Seele auch gut, wenn man weiss, dann ist vier oben da. Vitamin D ist so ein Schlager und ich weiss von Leuten, die Mangel hatten und denen so richtig Vitamin D genommen, die sind wirklich dann auch körperlich wieder aufgeblüht. Vielleicht mal, je nach Arzt, in Frankreich ist man da viel grosszügiger, da gehört es fast dazu, dass man alle 3 Monate eine ganze Flasche Vitamin D3 vom Doktor verschrieben bekommt oder so. Aber ich möchte jetzt nicht einen medizinischen Vortrag halten, weil das ist nicht so mein Fachgebiet. Ich bin dann hingesessen und habe mir überlegt, was sind so meine 10 wichtigsten Sachen, die mir gut tun. Ich erzähle jetzt einfach einmal, was für mich gut tut. Vielleicht ist der ein oder andere Punkt, ich komme dann auch noch auf den heutigen Zeitungsartikel zu reden, der ein oder andere Punkt denkt, also nein, also das ist jetzt so allzu weit weg und so, kann vielleicht zum Nachdenken anregen. Viele sagen auch, der Benno hat nicht nur den Glauben gewechselt, sondern der ist irrgläubig, ich muss damit leben, aber das ist das Schöne am Reformierten, wenn ich jetzt kennenlerne, der hat ein unglaubliches Spektrum. Da vom Liberalen, wo eigentlich alles möglich ist, bis zum wirklich einen, wo irgendwo auch klare Grenzen, aber so tiefe Frömmigkeit hat. Und da ist mir immer gerne so einfach, die unter einen Hut oder unter einen Kirchendach zu bringen. Aber ich schätze irgendwo die Vielfalt. Ein gesunder Boden im Garten hat Vielfalt. Und je eintöniger das ist, je kranker wird meistens auch der Garten. Und das gilt auch für den Garten Gottes. Also, da sind so meine, sind inzwischen 11 Punkte draus geworden. Der Glaube, lebt das Wasser, das ist schon für viele Pflanzen, Wald, Garten, Tier. Tönt alles so einfach. Literatur, Gebet, Ernährung, Organtechnologie, Biotech. Da wird dann vielleicht der eine oder andere wird er hören. Konflikt, tut der Seele gut, wenn man es konstruktiv angeht. Wandlungsprozess, die zum Leben gehören, vor allem wenn es aus Liebe sind. Und Jesus in der Not der Menschen begegnen. Dass das eigentlich der Seele gut tut. Und am Schluss noch Faustregeln. Was bringt dich immer wieder auf die Füße? Mal schauen. Haben wir viel vorgenommen? Der Glaube. Zuerst einmal auch etwas zu mir. Das ist meine Kindheit. Ich habe keinen Tag, wo ich nicht geglaubt habe. Der Glaube, steht so in der Bibel, ist ein Geschenk. Die einen haben das von Anfang an,
Andere kommen es im Leben über, andere zweifeln, verlieren wieder, finden ihn wieder. Es ist nicht so einfach. Glauben ist, man kann es sogar von dem Hirnscanner nachweisen, dass ein Atheist, da haben sie ein riesiges Experiment gemacht, ein Atheist, der nicht an Gott glaubt und wenn er auch an Gott denkt, oder eben gegen Gott denkt, da sind gewisse Hirnareale, leuchten nicht auf. Da gehen sie eine radioaktive Flüssigkeit rein. Und dann haben sie gläubige Leute rein, von verschiedenen Religionen. Und die haben alle ein Hirnareal, das dann wirklich aufleuchtet. Wieso das ist, weil kein Wissenschaftler erklärt. Für mich ist der Glaube auf der einen Seite eine Entscheidung, auf der anderen Seite ein Geschenk. Oder zuerst ein Geschenk und dann eine Entscheidung. Oder wie da ganz genau die Gnade und der Glaube miteinander verknüpft ist. Ich bin einfach so aufgewachsen, oder? Vielleicht da Bilder noch dazu. Ich bin mit dem Franz von Assisi aufgewachsen, der war noch vor der Reformation gewesen, und der hat ja alles als Bruder und Schwester gesehen, weil Gott unser Vater ist. Und darum hat er auch mit allem geredet. Zum Beispiel hat er gelesen in der Bibel, geh zu allen Geschöpfen und verkündet ihnen die frohe Botschaft. Dann habe ich das, die Geschichte, das Kind, im Religionsunterricht, den ich geliebt habe, hat sie die Geschichte erzählt von Franziskus, wo sie ist, und der Vögel predigt und sie hat dem Vögel auf den Kopf gesessen und auf die Schulter. Er sah nicht, er ernte nicht, der Vater muss immer schauen für euch. Und ihr macht euch keine Sorgen, meine Brüder und Schwestern, bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf gezählt. Ja? Und hat da so predigt und dann hat er den Segen gegeben und die Vögel sind gottlobend davon geflogen. Das war so eine Geschichte gewesen. Ich denke, wenn der Franziskus gemacht hat, ich probiere das auch. Ich weiss noch, es war am Morgen früh, ich war so ein Zeitungsbub, die Büsche voller Vögel. Und dann habe ich meine erste kleine Predigt gehalten, der Vögel. Ich weiss nicht, wenn ich gesagt habe, gehen nicht in die Schule und müssen keine Aufgaben machen. Aber jetzt könnte doch wie beim Franziskus eins zu mir auf die Hand kommen. Und wenn ich als Kind schon konnte, das Gebet war nicht eine Formulierung nur, gewesen, auch. Oder das Reden mit den Tieren, es war das Reden mit den Emotionen und mit dem Herz. Dann ich einfach so, irgendwie habe ich das einfach gehabt. Erst später gesehen, wie die Leute sich schmerzen mit Betten und so. Und dann bin ich so dort gestanden. Dann dachte ich, vielleicht kommt das und kommt zu mir. Und da ist mir ein Mäuschen in die Hand geflogen. Das ist einfach für mich so ein, in meiner Seele, das einfach, bis heute tut mir der Moment gut. Und ich habe inzwischen Dutzende, ich könnte den Abend lang über meine Vogelgeschichten erzählen. Ja. Da bin ich in Samichlaus. Samichlaus, du bist ein lieber Bub gewesen, da ein Sack voll Nüsse. Ich glaube, mein Vater war. Und dann bin ich da Samichlaus, kann ich auch, habe die Nüsse genommen, bin zu den Nachbarn geklopft, weil ihr liebe Buben sind, da in der Nüsse. Die Eltern haben das so super gefunden, haben dann auch, ich habe den selber am Bad mit Watten angeklebt und haben dann auch Wattenbärtchen bekommen. Da hat dann ein Nachbar die Nüsse fotografiert, weil wir alle Nüsse verschenkt haben, die wir bekommen haben. Und am Schluss haben wir so viele Nüsse gehabt, haben wir es aufgeteilt, haben wir sicher viermal mehr Nüsse gehabt als vorher. Dann habe ich gesehen, mal, wenn man aus dem Glauben so macht, wie die anderen so, das vermehrt sich einfach. He? Und das ist wirklich so einfach ein Grundprinzip von der Bibel, wo Jesus sagt, wenn er gehen wird, in einem vollen, überflüssigen Mass. Und dann Biene Maya, die haben dazugehört. Das war so der erste Trickfilm. Der Glaube ist natürlich weitergegangen, auch mit Zweifeln und so. Das ist in meiner Jugend. Er hat probiert Musik zu machen, das ist nicht gelungen. Er nebenzu ist reformierter Pfarrer geworden, der Christoph Baumann. Und Turmverein ist gut gegangen, Reisen. Das war so ein bisschen meine Jugend. Und weil immer war, ich war immer ein Suchender. Und zwar ausgelöst durch einen Todesfall. Ein gut bekannt ist plötzlich gestorben an einem schnellen Krebs. Und ich bin an dem Grab und dachte, wieso das düster schüttert. Einfach so gesehen, das Leben ist vergänglich. Und zwar nicht nur er, sondern auch meins. Und da hat dann so schon ganz früh die Frage, obwohl ich gläubig war, so, weißt du nach dem Tod, gibt es Gott? Hat dann meinen Vater gefragt, der ist immer am Sonntag in die Kirche und wir haben immer gebetet daheim, bei so einer frommen Arbeiterfamilie. Und gesagt, und weißt du nach dem Tod, Gott gibt es schon? Oder? Hat der Vater gesagt, oder? Ja, und weißt du denn nach dem Tod? Ja, da ist fertig. Ja, das war mein Vater, oder? Und dann habe ich aber mich nicht ganz befriedigt. Meine Mutter hat dann schon gesagt, ja, weißt du, da kommt denn Jesus und der Verstehung und so. Aber wenn der Vater so etwas sagt, dann beschäftigt schon, oder? Und
Das hat mich dann auch ringen lassen, hat ihn überall herumgefragt, was ist denn der Sinn vom Leben, was ist nach dem Tod und wer ist der Jesus und so weiter. Da hat mir mal einer gesagt, lesen wir die Bibel durch, was du verstehst, das Leben und der Rest ist Gebet. Das war die beste Antwort. Ich habe im ganzen Theologiestudium nichts Schleueres gehört, weil der Satz, da, was du verstehst, das Leben, was du nicht verstehst, ist Gebet. Wunderbar, oder? Weil da hat es eine Haufen Geschichten, die ich einfach bis heute nicht verstehe oder nicht verstehen will. Und ich muss sagen, also wenn da Gott ist, wo ganze Völker ausradiert und so, und also gerade das Alte Testament, da kann ich jetzt relativ locker sagen, verstehe es nicht. Ja, mindestens das Gebet, aber ich, ja. Geschrieben worden, aber immer so gerungen. Das ist so, der Glaube ist einerseits da gewesen, andererseits ist ja auch Glaube ist etwas, das reift und sich entwickelt. Und da bin ich schon früher dran gewesen. Die anderen haben mich komisch angeschaut, wenn ich, weiss, meine erste Bibel war eine Lutherbibel, die ich vom Flohmarkt gekauft habe. Wir Katholiken kommen keine Bibel über. Wir haben ein Kreuzchen bekommen, oder? Dann war es noch aus Plastik. ist mir dann mal beim Zösel verbrennt. Das ist eine andere Geschichte. Ja, und da sind dann so Sätze, die mich sehr berührt haben, und Jesus gesagt hat, wenn du mein Jünger willst, und das ist mir so, gewisse Jünger sind, das klingt gut an in der Seele, ein Schüler, oder? Zuerst muss ich fragen, was ist ein Jünger, ein Schüler? Ein Schüler vom Leben, einer, der aus dem Leben das Beste macht. Den Gang und trägt ins Kreuz. Ich dachte, ja, okay, Kreuz trägt, dann machen wir das. Ich bin klettern gegangen, ich weiss noch, ich bin Schreiner vor, da habe ich Schreinerlehre gemacht. Habe ich ein Kreuz gebaut, 2,5 Meter groß, einen Sack Beton. Und dann bin ich auf einem Berg geklettert. Ich bin dann etwa 20 Jahre später nochmal dort gestaunt, wie ich das Kreuz gebracht habe. Und das Kreuz steht heute noch ohne Baubewilligung auf dem Berg. Und das war so mein bester Entscheid gewesen. Das war so meine Konfirmation oder Firma gewesen, die persönlich. Da ist einfach so gewusst, haben wir gesagt, ich bin nie sicher gewesen, ob es Gott gibt. Ich kann ihn nicht beweisen. Ich glaube ihn, oder? Also, das ist eine tiefe Gewissheit sogar, aber ich kann es nicht beweisen. Aber dann habe ich, weiss, ich habe dann gesagt, okay, wenn es dich gibt und du mir sagst, was du willst, dann mache ich das. Und wenn du nichts sagst, dann mache ich, was ich will. Aber wenn es dich gibt, dann musst du ein Gott von der Liebe sein. Und sonst würde ich gar nicht mit dir zu tun haben. Es gibt andere Götter, oder? Und darum wird auch jeder Entscheid, irgendwie probiere ich von der Liebe her zu fällen. Das war die beste Entscheidung auf dem Berg oben. Oder ich habe angefangen zu leben wie eine Bindli. Die fragen gerne, die, da ist einfach Leben bei ihm gekommen. Da hat die Tiefe versprüht Leben, wenn man bei einem Bienenstock ist. Das ist unglaublich, die Bindli gehen sich ein, bis zum, dass die stechen, wenn du nicht zu nahe kommst, weil sie die Gemeinschaft verteidigen. Eigentlich habe ich da, dort oben, wie soll man sagen, es war ja schon lange eine reifende Entscheidung gewesen. Und gleich war das so ein, für mich ein wichtiger Moment gewesen. Ich habe dann so angefangen nachzufragen, was ist dein Wille? Ja, Gott kann reden mit der Stimme. Ich möchte ihn da nicht absprechen. Macht er ganz selten. Und wenn er redet, dann würde ich es psychologisch sehr gut anschauen. Also wenn man so Stimmen hört. Und wenn Gott wirklich redet, dann kann man es auch mit einem Psychologen anschauen und du wirst nicht das wahnsinnig erklärt. Aber oft ist es eine psychische Erkrankung, wenn man Stimmen hört. Und da braucht Hilfe, das kann sehr gefährlich sein. Aber er redet ja zu uns durch das ganze Leben, durch die Heilige Schrift, durch die Mitmenschen, durch die Natur, durch die Gesundheit, durch Krankheit, durch... Ja, eben. Und da irgendwo so seine Spur finden und spüren, mal, das passt, das stimmt. Das ist mir bis jetzt eigentlich, würde ich sagen, ganz gut gelungen. Viele haben gesagt, ja, so wie du lebst, wirst du krank werden oder Burnout haben oder weiss nicht was. Jetzt bin ich 52 und habe einiges schon hinter mir. Und eigentlich bin ich immer gesund gewesen. Ich habe schon früher gelernt, was tut der Seele gut. Ich war schon zwischendurch auch mal krank gewesen. Und da gibt es Baustellen im Leben, die dazugehören. Aber da gibt es auch immer eine passende Kraft. Das ist so ein bisschen meine Glaubensgeschichte, habe ich weitergelesen in der Bibel. Wenn mein Jünger will, keiner kann mein Jünger sein, wenn er nicht alles verschenkt und verkauft, oder? Das ist relativ klar zum Verstehen, wenn er alles verschenkt und verkaufen. Machen wir es, oder?
noch ein bisschen gefasst, gebetet, bei Fassisi, Reto gekommen, ah, die Boots, alles verschenkt und verkauft. Und dann bin ich, ja, was machst du denn? Ich wusste, der Franziskus, ich gehe mal zu den Franziskanern klopfen, ich bin dort auf mitleben. Bin dann ins Kloster gegangen, da wie in einem Bienenstock, oder, wo nicht mehr gefragt wurde, was komme ich über oder nicht, da hast du einfach hast du dich reingegeben. Und ich weiss noch, nach 3 Monaten, vom ersten Tag habe ich gewusst, da bleibe ich nicht das Leben lang. Aber es sind 20 Jahre draus geworden. Aber ich wusste, das ist jetzt eine wichtige Schule für mich. Und ich weiss, nach drei Monaten wäre ich das erste Mal fast rausgeflogen, weil hat mich dann der Obere gefragt, ja, ein wichtiges Gespräch mit dir. Und ich dachte, jetzt, der muss es ja wissen, das ist ein Ordensoberer, oder? Der wird mir sicher sagen, wer ich bin, wer Gott ist, wer nach dem Tod ist. Und dann fragt er mich, wie hast du das mit deinen Finanzen und den Versicherungen geregelt? Ich weiss, ich muss ihn so angeschaut haben, wie vom Blitz getroffen. So, ja, nicht mal so wie du, oder? Das Geld habe ich verschenkt. Ich sage ja so, der Franzisko hätte wollen, Bibelstände und Versicherungen hätte ich schon lange gekündigt, oder? Naja, aus allen Wolken gefallen, auf jeden Fall. So wörtlich muss man es dann gleich nicht nehmen mit dem Verschenken. Und er hat eigentlich recht gehabt. Das Problem ist ja nicht, dass man den Besitz, heutzutage sind da ein paar Computertaschen drucken und dann ist das Vermögen verschenkt, oder? Das ist mit dem Computer heute, sind ja, das Geld ist nur Eisen und Nullen. Das ist ja da, wo du im Sack hast, ist noch Papier und ein paar 5 Liber, oder? Aber das wirklich Verschenken, wie Jesus gemeint hat, da bin ich jetzt immer noch dran. Ist da unsere Vorstellungen, unsere Überzeugungen loslassen und nochmal neu annehmen, wie meint es Gott wirklich? Wir sind unglaublich geprägt von unserer Erziehung, von der Schule, von allem, was ist. Und das hat nicht alles mit dem Reich Gottes zu tun, wenn es manchmal sehr fromme Kleidchen anhat. Da bin ich heute noch dran, dem Verschenken. Also man muss nicht ums Recken gehen, den ganzen Sitz weggehen. Bei mir war es so, wie auch immer, wer ins Kloster geht, ist nachher ja sowieso versorgt. Gut. Das ist einmal so mein Glaube. Und jetzt komme ich zum belebten Wasser. Das ist so, als ich hingesessen bin, dachte, was mache ich, wenn meiner Seele gut tut? Am Morgen früh stehe ich auf und das erste, was ich mache, ich trinke einen Krug voll Hahnenwasser. Liter Hahnenwasser. Meistens mache ich noch einen guten Gedanken dazu. Hey, lieber Gott, der heutige Tag, wir gehen im Fluss vom Leben sein oder irgendwie so einen guten Gedanken dazu. Und ich habe mich schon länger mit Wasser auseinandergesetzt und das wäre auch ein spannender Vortrag. Weißt du Wasser, oder? Also, wieso hat Jesus Wasser genommen zum Taufen? Hey, wo wir heute noch, jeder von uns ist mit Wasser getauft worden. Das ist viel, viel mehr dahinter, wie das wir uns eingestehen. Es gibt natürlich immer Pro und Contra. Ich habe mich dann auseinandergesetzt, schon vor Jahren. Ich habe das Wasser getrunken dort in Eschliken. Das ist einfach, ich habe das einfach nicht gern gehabt. Und dann habe ich auseinandergesetzt, Wasserfilter und weiss nicht was. Und nachher bin ich auf den Grander gestoßen. Haben wir vielleicht schon gehört, auch eine umstrittene Sache. Wasserbelebung. Der Grander hat irgendwie vom lieben Gott gehört, dass er so eine Technologie soll entwickeln, um das Wasser zu beleben. Es gibt ganze Hallenbäder, die mit dieser Grander-Technologie arbeiten. Die brauchen die Hälfte bis 2/3 weniger Chlor und so weiter. Also ich merke es, wenn ich in einem Grander Hallenbad bin oder nicht. Ich merke den Unterschied. Vielleicht bildet man es auch noch ein. Aber wir haben uns dann so einen Grander geleistet. Da haben wir alle ausgegeben. Es ist wahnsinnig, so viel Geld ausgegeben und weiss nicht was. Wir haben so einen Grander geleistet. Und was war? Wir haben immer einen Hütehund gehabt, Lana. Und die hat nie Wasser getrunken bei uns. Kunststück ist wirklich nicht so gut, unser Wasser dort. Keine Ahnung warum, aber die Wasserwerte, wenn man den Wasserbericht überliest, also, sie müssen ja einmal im Jahr ausdrucken, das ist immer so genügend, mäßig, genügend. Also, ist nie im guten oder sehr guten Bereich gewesen. Also, unser Wasser, ja. Die Lana hat nie Wasser getrunken bei uns. Wenn wir raus sind am Brunnen, hat sie Wasser getrunken, bei uns nicht. Wo wir den Grand reinbauen können, vielleicht hat sie so durch gehabt, ist die schnurstracks ins WC und hat aus dem WC-Schüssel das Wasser getrunken. Ich dachte, ja, vielleicht ist es so. Pflanzen blühen bei uns daheim. Und dann haben wir uns noch so einen Lotusfilter geleistet. Und da ist einfach so wie ein Brita-Filter, den kennen wir vielleicht, wegen dem Kalk in der Kaffeemaschine. Und
der ist noch so ein bisschen. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber manchmal ist es, wenn du so etwas hast im Kopf. Jedenfalls am Morgen ein Liter Wasser, ich gehe ganz anders in den Tag hinein. Da tut eben, Wasser ist mehr wie nur für den Körper, sondern es ist eben auch für die Seele. Für mich ist immer, ich als Katholik, da machst du immer mit dem Weihwasser das Kreuzzeichen. Das ist eine Erinnerung an die Taufe, oder? Also für mich hat das ganz viel auch mit der Seele, mit dieser Verbundenheit, mit dem grossen Geheimnis vom Wasser. Jedes Tröpfchen geht da x-mal rundum. Zur Zeit Jesu hat das gleiche Wasser getrunken wie wir jetzt. Es hat kein neues Wasser gegeben. Es ist einfach immer wieder durch den Reinigungsprozess von der Mutter Natur. Und wenn man da zweifelt an dem Wasser, ich meine, man kann immer zweifeln, man kann alles gegenrechnen, vielleicht gibt es noch eine Diskussion. Das andere ist, haben wir den natürlich auseinandergesetzt mit Wasser, haben vielleicht die Wasserkristalle schon gesehen, vom Emoto, der hat vor etwa 20, 30 Jahren hat der angefangen, Wasser eingefrieren und mit diesen hochauflöslichen Kamera fotografieren. Und hat aus allen Seen von der Welt, da sind jetzt noch drüber, da gibt es Bücher drüber, also Bücher daheim, hat er das Wasser eingefroren und fotografiert. Er hat einmal etwa 25 Bilder gemacht von einem so gefrorenen Wassertropfen. Und hat dann die, so, das ist zum Beispiel die Lourdesquelle. Das ist einfach ein gesundes Quellwasser. Wer Quelle hat, das ist Hammer, oder? Also, das ist jetzt natürlich eine Heilquelle. Da sieht man so schöne Kristalle. Oder da hat er normales Hahnenwasser gelassen, das sieht so ähnlich aus wie da, nicht ganz so schlimm, das ist so ein ganz schlechtes Beispiel. Hahnenwasser sieht ein bisschen aus wie Schleifpapier, ne? Weil die Kristalle gehen durch den Druck gehen die irgendwie kaputt. Und dann hat man das Wasser genommen und hat nur mit dem Herz, mit der Emotion das Wasser in der Hand gehabt und einfach nur Liebe und Dankbarkeit. Es gibt Wasserfotos mit christlichen Gebeten, auch mit anderen Gebeten und wieder eingefroren. Und fotografiert und dann können wir so einige Kristalle lesen. Es ist unglaublich. Also, man kann alles irgendwo anzweifeln. Ich bin halt einer, der relativ einfach glaubt. Oder? Und dann haben sie aber auch Wasser genommen und haben da nur gesagt, du machst mich krank. Und fotografiert. Dann hat das so einige Bilder gegeben. Es ist unglaublich. Also auch je nachdem, was für Musik. Mozart, wunderschöne Wasserkristalle. So ein derbe Black Metal Rock. Ganz zerbrochene Kristall. Darum Wasser, mehr als Wasserwesen. Ich meine, wir sind, da hinten sind, ich weiß nicht wie viel, 100 Liter Wasser. Wir sind zwei Drittel Wasser. Es muss jeder selber wissen. Und unsere Zellen funktionieren einfach besser. Und wenn es dem Körper besser geht, geht es auch der Seele besser. Ich sage immer, wenn du etwas machen willst, fang an, genug Wasser zu trinken. Kein Blöterchen Wasser, einfach Hahnenwasser. Und wenn es dann durch einen Filter durchlässt, gut, dann ist es natürlich noch etwas besser. Aber Wasser in sich mit einem guten Gedanken, schau mal, sogar das Lichtpack mitsingen. Das ist das Wasser, wie auch immer. So viel zum Wasser, das tut mir noch sehr gut. Und jetzt kommt noch etwas anderes. Also, ganz normale Sachen, wir sind fängen so in einer synthetischen Welt oder in einer künstlichen Welt rein. Es gibt so wie drei Welten. Die natürliche Welt, wo wir eigentlich im Garten Eden gewesen sind. Das Paradies ist ein Garten. Und jetzt unsere künstliche Struktur mit unseren Strassen. Zuerst, als ein Afrikaner gesagt hat, der läuft ja gerne immer auf dem Boden, oder? Ja, wir sind immer auf Teer oder auf Stegen, in unseren Steinhöhlen, wo man Häuser nennt, oder? Und die nächste Struktur, die in unsere Welt hineingeht, ist eine virtuelle Welt. Das ist, vielleicht sind ihr da noch ein bisschen mehr verschont. Aber was uns eigentlich gut tut, Pflanzen, Wald, Garten, Tier, das sind also die natürlichen Strukturen, wie der Schöpfer, seine Schöpfung. seine Schöpfung hineingebracht hat. Ich liebe es, ich würde die ganze Zeit im Wald gehen, aber ich muss mich auch ein bisschen an die Frau anpassen. Die geht aber auch mal gerne lädeln. Dann gehe ich auch lädeln. Aber wir sind relativ viel in der Natur raus. Da ist es so etwas, wenn man miteinander in die Natur raus ein Führchen machen kann. Es tut so gut. Es tut so gut, oder? Und ja, wir sind da noch ein bisschen auf dem Land, aber ja. Aber du musst so, es gibt Studien. Wenn du eine Stunde im Wald bist, wie gut die Bäume einem tun und wie gut einfach Vogelgezwitscher tut und so weiter.
Ja, aber ich staune, sage dann, ich gehe nicht in die Kirche, ich gehe am Sonntagmorgen im Wald. Ich bin manchmal auch Sonntagmorgen im Wald, wenn ich zu Bienen oder so gehe. Dann staune ich, wo die alle sind, die nicht in der Kirche sind. Also, im Wald habe ich es nicht angetroffen. Im Wald habe ich es nicht angetroffen. Und so einfach ist die Ausrede nicht. Genau. Das ist so der Wald. Und dann habe ich, nach meinen 20 Jahren Kloster, hatte ich natürlich keinen Franken auf der Seite gehabt. Wir wohnen in einem Block, in einer Wohnung. Es ist eine schöne Wohnung. Also, ich habe nie gedacht, dass ich so schön wohne. Und natürlich kein Garten, oder? Und dann aber, wie sie ist, im Garten ganz verwildert. Und dann kommt ein Kollege von der Sereine auf Besuch, von meiner Frau. Und wir schauen jetzt zum Fenster aus und ich sage, ach, der Garten dort unten. Ich weiß nicht, wem der gehört, aber der ist so verwildert. Der hohe Meter hoch Ding. Ist schon noch schade, oder? Und dann sagt er, oh, wirst du den Garten übernehmen? Ich habe gerade die Verwaltung vom Haus übernommen. Die alte Frau hätte ihn nicht wollen abgeben, aber hätte ihn auch nicht mögen machen. Und jetzt habe ich einen riesen Platz, Garten bekommen. Und Gärtnere, so das Mitschöpfen an der Schöpfung Gottes. Ist einfach etwas. Und ich war glücklich auf dem Balkon, ich hatte dort ein paar Tomaten und so. Einfach andere Pflanzen gesehen und gesehen, wie du mit dieser Pflanze redest. Und ich bin halt ein Franziskaner, der Franziskus hat mit allen Geschöpfen geredet. Die kommen viel besser. Und meine Frau hat da wirklich einen super goldigen Daumen. Unsere Orchidee, die wir aufs Hochzeug bekommen haben, die hat, glaube ich, in den 7 Jahren, wo wir geheiratet sind, 2 Wochen keine Blüte gehabt. Ein Sturm, wo wir ein bisschen gekifelt haben. Mag es am Wasser sein, mag es an ihrer See sein, an ihrer Pflege. Aber die Pflanzen reagieren enorm, wie wir mit denen umgehen. Dann gehen sie eben auch gut mit uns um. Und da mit den Kindern natürlich, das ist immer schön, Bohnen ablesen. Aber da ja jetzt Quitten gegeben. Es war ein herrliches Fest. Und der Quittenbäumchen ist fast gestorben, weil es der Gärtner fast angebunden hatte. Es war mal ein Gärtner auf Besuch. Und dann habe ich da gepflegt und geredet und verbunden. Und dann da ja hat man die Quitten. Also, ich habe das Gefühl, wenn ich es abgenommen habe, sie hat einfach Freude und ist stolz, dass sie uns so viel Quitten kann schenken, oder? Wenn sie 60 Kilo Quittengonfi gemacht. Ja, oder Sugetti oder unsere Kürbis, es ist herrlich. Einfach darum, wenn, wir sehen das auch in Afrika-Projekt, wir haben dort einen Mikrokredit gemacht. Und ein wesentlicher Punkt, dass man aus der Armut rauskommt, und ich bin wirklich aus der Armut, ist, sagt man, ihr müsst ein kleines Eckli Garten bewirtschaften. Dass ihr seht, ohne Pflanzen kann nichts wachsen. Man kann es sich nicht nehmen. Die künstlichen Strukturen können wir bauen, aber wirklich Schöpfung ist immer etwas, das wächst und sich reproduziert. Einfach so, ja, das ist halt ein Hobby von mir, aber es macht, es tut der Seele gut. Logisch, wenn ich mich umsteche, das ist streng, aber ich habe ja auch Permakulturgärtner, da muss ich nicht mehr so viel jäten und umstechen. Das ist der Garten. Das andere sind die Tiere. Wir haben die Faustregel in der Gassenarbeit, wenn du eine schwere Krise gehabt hast, oder eine Sucht oder so, dass du wieder in eine Beziehung rein kannst gehen, solltest du zuerst mindestens 1 Jahr lang an einer Pflanze gut schauen, wirklich gut schauen, und 1 Jahr an einem Tier. Und wenn das gut geht, dann kannst du dich auch wieder auf einen Menschen einlassen, ohne ihn nur auszunutzen. Und das sind unsere Haustiere mit ein paar Hühner. Das ist immer ein Geschehen, jetzt sind sie zwar alt, legen keine Arme, aber die dürfen gleich bei uns bleiben, bis umkehren. Das sind uns der Hoppel und der Poppel, das sind unsere 2 Hasen. Die sind auch nur zum Füttern und für die Kinder zum Streicheln. Wir sind da, das sind unsere 3 Schildkröten, das ist noch vom Ex-Freund von meiner Frau. Und von der Schwiegermutter eine. Die gehören auch zu unserer Familie. Dann die Bienen, das ist noch eine andere Geschichte. Und da ist der Pip-Pip, das ist ein Kanarienvogel, den die Eltern nicht gefüttert haben, weil er verkrüppelte Füße hat. Den habe ich aufgezogen, bin mit dem wirklich alle 2 Stunden den nach der Wecker gestellt und sogar ein Hochzeitsgespräch an ihm mitgenommen. Der lebt immer noch und pfeift und tut. Er hat so einen Krebs bekommen, aber das ist eine andere Geschichte, aber jetzt ist er wieder fit. Und da ist der Nico, das ist ein älterer.
Da ist auch so eine Geschichte, einfach nur eine Vogelgeschichte. Das tut einfach der Seele gut. Und wenn man offen wird für so Geschichten, die begegnet einem. Und zwar ist meine Frau nach dem ersten Kind, weißt du, etwa ein Jahr, anderthalb, so, sind wir am Spazieren gewesen, im Wald draußen. Und dann sagt sie, ja, ich glaube, jetzt wäre ich wieder weit, so weit, dass das nächste Kind könnte in Angriffplanung nehmen, oder? Und ich sage, ja, super, oder? Ich bin weitergelaufen und dann kam ein älterer, ein Junge, ohne Federn, uns vor die Füsse. Und ich sage, da ist unser nächstes Kind. Den nehmen wir heim auf den Balkon, tun sie aufpäppeln, gefüttern. Ist mit uns gekommen, spazieren, wir haben gelernt, fliegen mit dem. Und wenn wir mit dem Kinderwagen dahergekommen sind, ist die Älsteren auf den Ding gekommen. Und die Leute haben natürlich den Hände in den Vogel, oder? Und dann ist die wachsen ja relativ schnell an. Und dann ist die Älsteren, ich weiss noch, die Frau sagt, auch heute, das war am 10.10.2013, heute ist eine andere Älstere gekommen, ging schnäbeln. Und am Mittag sind die zwei Köge miteinander vorgeschlagen. Und an dem Tag ist sie schwanger geworden. Genau. Das ist so, das sind so Zufälle, aber es sind einfach wunderschöne, das tut der Seele gut, so Geschichten zu hören oder selber offen sein. Und du musst wie die Offenheit von der Seele haben, dann gibt es da. Ja? Gut, das sind einmal unsere Tiere. Haben auch alle einen Namen. Die Hühner verwechseln immer wieder. Da ist Gräueli und da ist, glaube ich, der Benopip und die weiß ich nicht mehr, aber die Frau kennt alle mit Namen. Und Sander, weiterer Punkt ist Literatur. Da gehört natürlich für mich nicht nur, also die Bibel ist für mich nach wie vor, es gibt so viele Bücher, die sind einfach ein bisschen so Unterhaltung wie Filme und so. Und dann gibt es Bücher, die haben Kraft, in einem meine so eine Sehnsucht zu wecken, um ja, da möchte ich meine Seele dann ausrichten, mein Leben dann ausrichten. Körper und Seele hängen ja ganz eng zusammen. Und eins ist sicher die Heilige Schrift, die für mich ein Begleiter ist seit 40 Jahren. Und da ist zum Beispiel bei uns beim Küchentisch immer so Bibelstellen. Und dann kann man mal schliessen und machen die Kinder mal auf und dann züchen sie eine und dann tun wir einfach einen Bibelspruch züchen und lesen den. Und dann kommt mir an, ich heiße es Mami. Und dann muss ich schmunzeln, die hat jetzt in letzter Zeit immer so ein bisschen strenge Bibelsprüche bekommen. Es sind nicht nur so nette, sondern eben auch Kerum und Tubuse oder so. Ich natürlich dann. Ich habe gesagt, wir haben gar Zeit. Ja, das ist wirklich ein Buch, das mich bis heute inspiriert und wo mir Orientierung gibt, wo seelennahrig ist. Ja, wo man auch kritisch anschauen darf, aber ich schätze da den Luther schon, sagt Sola Scriptura, also dass du für einen gesunden Glauben eigentlich alle Kräuter dort reinfindest. Ja, aber man muss